Hallo. Mein Name ist Tommy. Ich habe vor ein paar Wochen eine Demonstration organisiert unter dem Titel Hypo, es reicht. Und wir haben unsere Abschlusskundgebung hier gehalten auf dem Heldenplatz. Und viele Leute hatten den Wunsch, jetzt müssen wir mehr demonstrieren gegen die Hypo, mehr demonstrieren gegen die Hypo. Und es haben sich verschiedene kleine Gruppen gebildet, die ihr eigenes Engagement reingebracht haben. Und ich habe festgestellt, dass dann gab es eine Diskussion darüber, wie soll man vorgehen. Soll man jetzt möglichst schnell sofort noch eine Demo machen? Soll man noch warten? Und in diesen Konflikten, die entstanden sind, haben sich dann die Gruppen ein bisschen auseinandergelebt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, meistens kommt man mit den Menschen wieder auf einen Nenner, wenn man sie anspricht. Da gibt es diese Tendenz, da gibt es jetzt diese eine Gruppe, die will das irgendwie anders machen und dann redet man nicht mit denen, macht mehr sein eigenes Ding. Aber ich habe festgestellt, wenn man zu den Leuten hingeht und mit ihnen redet, wir haben viel über Facebook geredet, aber ich habe dann die Leute angeschrieben und die meisten Konflikte konnten sich lösen lassen, indem man einfach erklärt hat, was war meine Motivation, was war deine Motivation und was war unser Problem. Und ich glaube auch, das Tolle an unserer Zeit aktuell ist, dadurch, dass wir die neuen sozialen Medien haben, ist, dass wir uns viel besser vernetzen können und jeder die Möglichkeit hat, sich mehr zu engagieren. Und unsere Gesellschaft, eine gute Zivilgesellschaft, lebt davon, dass viele Menschen sich in Vereinen engagieren und sich überlegen, ich will was für die Natur tun oder ich will was für die Vögel tun oder ich will was dafür tun, dass was auch immer, dass ich in der Öffentlichkeit öffentliche Plätze nutzen kann oder frei plakatieren kann. Es gibt alle möglichen Interessen. Es ist wirklich wichtig, dass man nicht nur zu einer Demonstration kommt, wenn hin und wieder eine Aufwallung ist und gerade gegen etwas demonstriert wird oder wir demonstrieren gegen den Krieg und für den Frieden, sondern dass man sich in eine Sache engagiert und so seinen Beitrag zur Zivilgesellschaft leistet. Nicht nur zu einer Demonstration kommt, sondern auch bei einem Verein Mitglied wird oder einfach über Facebook organisiert, eine Webseite betreibt und solche Dinge. Und es ist ganz wichtig, dass jeder von euch sich überlegt, wo er sich engagieren kann und seine Freizeit am Abend nicht nur mit, okay, jeder braucht seine Unterhaltung und ich liebe meine Unterhaltung, wenn ich Computer spielen kann oder Xbox spielen kann, aber einen Teil meiner Zeit investiere ich einfach darin, diese Gesellschaft besser zu machen. Und das ist der große Vorteil, den wir haben. Und das ist auch schon alles, was ich zu sagen habe. Danke.